Moin, moin, Tag, Servus und Grüezi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Phasmophobia im Spooktober. Heute wieder mit dabei die Nadine. Hallöchen. Die gerade hier Doktorspiele mit mir macht und Temperatur misst. Und meine Frau Käppchen. Hallo. Und meine Wenigkeit der Nobody. Heute sind wir bei File 110. Helene Hans. Hallo Helene. Ihr müsst aufpassen. Hans. Es kann passieren, dass da wirklich existierende Namen auch von Berühmtheiten stehen. Ich hatte schon mal einen Michael Jackson unter anderem. So. Und ich glaube auch einen Bruce Willis. Zeichne ein paranormales Geräusch mit einem Parabolmikrofon auf. Dann sollen wir mal Feuerlicht, also Kerze soll ausgemacht werden und entkomme den Geist auf einer Jagd. Ich würde sagen, ich habe... Am allerwertesten, du kleine Waldfee. Allerwertesten. So. Ich habe Bewegungssensor, EMF und Taschenlampe. Ich habe EMF, Buch und natürlich die Taschenlampe, so sehe ich nichts. Ich habe das ultraviolette Loch, Fotoapparat und eine Lampe. So. Guten Tag, Helene, wie geht's dir? Ah, stimmt. Ich kann hier liegt ein Schädel. Wollte gerade sagen. Mutterchen machen. Hier ist Foto machen, einsammeln für die Suppe. So. Gibt lecker Menschensuppe. Sehr nahrhaft. Was ist das hier unten? Katzenspielzeug. Was? Und? Habt ihr gerade eine Tür aufgemacht? Nope. Da. Hier, EMF. EMF 1, 2, Badezimmergeist. Ist nicht gesagt, der kann auch draußen auf dem Flur sein. Also in dem Flur kann er sein, witzigerweise. Ich hole mal. Hat jemand Thermometer? Nee. Ja, warte. Ja, stopp. Abdruck. Ja? Fingerabdrücken? Ja. Gut. Da muss man immer Licht ausmachen. Immer Finger Licht ausmachen für. Genau. Oh. MF4. Ja. Der ist hier drin. Er hat mich angehaucht. Der ist definitiv Mensch, da drin. Der reagiert Mensch, nur, wenn wir hier auf Dings gehen. Mensch, hat der einen Mundgeruch, ey. In der Badewanne. Achso. Okay. So. Also, Ultraviolett hat er schon mal. Gut, ich würde sagen, geh mal. Oh, jetzt schlägt er auch hier aus, aber hier hauptsächlich Badezimmer. Das geht besser. Ja, ich hole mal ein Thermometer. Gut. Kommst du mit raus, Schatz? Ja. Guck mal, ein bisschen Fieber messen. So, dann haben wir auch schon mal. Haben wir das mit dem Ultraviolett nicht auch geklärt? Yep, haben wir das dann abgeschrieben, das ist gut. Naja, soweit hoffentlich, dass es kein Obakel ist, ne? So, ich hole mal noch Salz. Ja, warte. So, dann. Ich glaube, der geht jetzt schon unter 10. Na, doch nicht? Doch, ja, nein, vielleicht. Ich nehme mal die Geisterbox mit, hör. Ja, kannst du. Auch wenn sie ja nicht. Warum kann ich das nicht? Ich habe erstmal Salz. Das Licht ausmachen, ne? Und ich muss wahrscheinlich raus. Ich habe erstmal das Salz, was ich jetzt mache. So, ich hatte das Ding in der Hand. Okay, ich verstehe. Scheiße. Scheibenglas. Entschuldigung. Warte auf dich. Mein Mikrofon hat mir das verdeckt. Ich habe nicht gesehen, dass ich noch das Ding in der Hand hatte. So. Wir haben noch keinen verfluchten Gegenstand, ne? Oh, gleich ein Abdruck, krass. Voll, ich geh mal Seite, Schatz. Das ging aber jetzt krass. Kaum hin und schon war ich hab Licht ausgemacht, so, nicht wundern. Da. Schön innen. Ja, schön drin. Schreib ins Buch, du Ultramaterialist. Was hast du gesagt? Ich versuche nur höflich zu sein. So, ab und zu. Ein Hasi. Braucht jemand Hasi? Wir haben einen Orb, wir haben einen Orb und er hat, glaube ich, was geworfen. Oder er ist durchgegangen, ich weiß es nicht. Weil das war so komisch. Er macht die Tür zu, er macht die Tür zu, er macht die Tür zu. Die müssen wir wieder unbedingt aufmachen. Wir haben Ultraviolett, wir haben ein Orb. Und vielleicht haben wir Dots. Kein EMF. Kein EMF. Kein EMF. Nein, nein, nein. Also, dann haben wir Obacke und haben wir schon. Was?
Wir haben kein EMF. Achso, kein EMF. Achso. Ist wieder entweder ein Benji oder ein Hatu. Oder Hantu. Hantu. Aber Hantu müsste Gefriertemperatur haben. Ja. Warten wir mal ab, was das war, ob das nochmal durch nochmal erscheint. Ob er was gepowert, also geworfen oder bewegt hat oder ob er das war. Das war so komisch. Es hätte vielleicht eine Kopfsilhouette sein können, ganz kurz. Ne, da war wieder was. Ich glaube, er hat wieder was geworfen. Aktivität bei 1. Das müssten wir mal gucken gehen, ob da was so durch die Gegend geworfen wird die ganze Zeit. Wait. Nee, ich kann nicht schon. Ich suche gerade den verfluchten Gegenstand, aber ich weiß hier die Spawnpunkte nicht. Ich glaube einmal im Keller. Da bin ich gerade. Läuft hier einer rum von euch? Ja, ich. Gut. Aktivität 0. Alles gut. Ja, nur wenn. Schreibe du ins Buch. Au! Ich hätte es eher gehört als ich. Habt ihr Geisterbox gehabt? Weil ich hörte, hatte da keine gehört und keine gesehen. Nee, die schlägt ja noch. Die probiere ich dann nochmal aus. Wir hatten. Also. Violett und. Orb. Licht ist erstmal an und die Orbs sind in der Zeit gerade weg. Also EMF. Buch ist raus. Früher habe ich ja gesagt, wegen dem Handtuch. Geisterbox ist auch raus. Kann nur noch Gott sein. Also ja, Geisterbox haben wir nicht. Geisterbox haben wir noch nicht probiert. Ja, weil ist ja automatisch raus. Du hast ja nur die drei Geister. Ja. Du streichst einfach die Beweise raus, die wo keiner von den drei hat. Ja, aber wie gesagt, Fehler. Ne? Bist du da? Hast du das Licht an oder aus, wenn du mit ihm redest? Oma ist gerade wieder geflogen. Okay. Vermutlich die Kerze. Ist die noch an, die Kerze? Sehe ich leider jetzt nicht mehr. Drei. Er schmeißt dir verdammt viel. Er schmeißt mir Sachen um die Ohren. Ja, ist auch wieder ein bisschen höhere Aktivität gerade. Ist aber nur EMF3. Das ist natürlich super. Wieder 0. Ja, ich hab dich auch lieb. Wie das, Schatz, haben bitte? Wir noch irgendwo ein Fotoapparat? Okay. Ja, der macht die ganze Zeit Dinge und ich kann nicht fotografieren. Ja, muss ich mit reinkommen. Irgendwo ging gerade eine Tür. Ja, nö, ich hole mir einfach einen eigenen. Auf 3, ja, jetzt ist er auf 6. Er ist wieder runter, auf 3. Jetzt gerade ein Auf und Ab gerade. Wetten es gleich wieder hochgeht, wenn Nadine reingeht. Lieben mich. Sie lieben mich einfach. Nee, es sind. 0. War ja noch nicht drin. Jetzt bin ich drin. Trotzdem 0. Immer noch 0. Warst du das jetzt mit der Tür? Jep. Schreck mir doch nicht so. Aber hier drin kann ich mich nicht verstecken. Allgemein war das mal. Ist hier irgendwo was zum Verstecken? Ja, da hinten die Kisten. Geistilein! Schmeiß mir mal Sachen um die Ohren. Also hier ist es, glaube ich, nicht. Also hier oben habe ich mit dem Parabolmikrofon nichts aufgezeichnet. Also gefrieren ist es definitiv nicht. Dann haben wir Benji oder Obake. Schöne Kombi. Guck mal nochmal. Benji. Nö. Bei EMF 5 haben wir auch nicht. Dots, also Obake. Dots hat er nicht reagiert. EMF 5 kann halt sein, dass er das einfach ewig nicht gibt. Das ist das
Problem bei EMF. Machen wir Dots weg, dann haben wir unseren Geist. Da ist nur noch einer übrig. Ja, wo hast du jetzt was geschmissen? Eigentlich hat er alles im Raum müssen. Hm. Dann nicht genug. Ja, ist nur noch Backe, genau. Oh, Backe. EMF 3. Was war das jetzt gerade? Feuerlicht auszublasen wurde angerechnet. Dann muss man noch einen Geist während der Jagd entkommen. Das ist doch eine Aufgabe für dich. Vergiss es. Also Parabolmikrofon hat nicht geklappt. Also was war nichts. Ich hab die ganze Zeit nur EMF3. Ich habe auch eins in dem Nachbarraum. Jetzt sind wieder die Orbs da. Nadine? Acht, raus, sinkt wieder. Aber das ist wieder, weil er da war. Wie viel Sanity habe ich du noch? Du hast Sanity 52, 56. Okay. Wieder 8. Es geht immer hoch und ab gerade. Hm. Also wenn ich mich nicht täusche, waren jetzt, solange die Kerze da war, die Orbs inaktiv. Ne? Und erst sobald die geboostet oder ausgegangen ist, sind die Orb da gewesen. Ein Obake können wir aber testen. Obake können wir testen. Der hat doch seine 6 Fingerchen. Dann musst du das probieren. Dann muss aber einer sich mit EMF reinstellen. Wir hatten doch, glaube ich, ein Foto gemacht. Wo haben wir das hier? Ja, aber das macht er ja nicht bei jedem Fingerabdruck. Das macht er bei jedem vierten. Das Problem ist, die Fotos, die sind teilweise so überlichtet. Deswegen mache ich immer das Licht aus. Hier, der Beweis ist komplett überlichtet. Hier oben der. Nee, das sehe ich hier ja, links, wenn er Schatz. Was macht. Hier links ja. Zum Beispiel. Und da oben, ja, oben drüber. Und mach mal Touchy-Touch. Wie gesagt, ich brauche jemanden mit EMF drin, falls es EMF5 ist. Ja, ich bin auf dem Weg. Mal. Und tu mal ein bisschen touchen. Das ist jetzt 0. Ich habe eine Benachrichtigung. Hallo Nobody, ich werde gleich jagen, okay. Ruhe da! Jetzt haben wir es selber gehört. Okay. Nur noch 5 Finger bis jetzt. Ich hole mir mal das EMF. Hoffentlich handelt der in der Zeit nicht. So, hab das EMF, aber du hörst auch, wenn das hier liegt, das auf EMF 5 umschlägt, das hört man. Ja, nur es gibt einen minimalen Unterschied nur zwischen EMF 4 und EMF 5. Das ist das Problem. Aber sieht man das nicht, wenn das rot ausschlägt? Ja, schon, aber wenn ich es nicht in der Hand habe und nur höre, weil ich habe ja alle Hände voll. Wieder bilde ich mir das ein oder bei EMF5 hast du nicht nur einen Ton, du hast zwei überlagert? Das weiß ich nicht so gut, sind meine Ohren. Hast du gerade gemacht? Ich nö. Okay, dann hat er mir ins Ohr ge. Solange die Tür vorne noch offen ist, ist alles gut. Ja, aber da ich jetzt sein Ziel war, sage ich mal: Hallo Tür. Ja, danke. Und lässt mich mit der wenigsten Sanity alleine. Also einer muss schon mit rein. Ja, hopp jetzt. Komm. Und rein. Das ist doch nie und nimmer derselbe Fingerabdruck, oder? Ah, scheiße. Warte. Waren 5 Finger. Ich hab das EMF aus Versehen weggeworfen. EMF 3. Boah, Aktivität bei 1. Alles gut. Oh, warte, du musst mal mit deinem Licht weg. Ich sehe nichts. Mach mal das Licht aus, vielleicht kommt er da. Ja, jetzt. Ich hab das Licht da schon aus. 5 Fingerchen. Ah, wir brauchen 6. Gib uns einen wunderschönen 6 Fingerabdruck. MF3? Das ist kein Fingerabdruck, Schatzele. Oh, oh. Ja? Das ist nur ein Event. Ich hätte es hier fotografieren können, wenn du nicht reingelaufen wärst. Okay.
Dann hätte man Geisterpunkt gehabt. Aber ja, das ist ein Zeichen, wir sollten es ja nicht gefressen. Vor allem ich. Weil wenn die jetzt anfängt mit Geister-Events. Also war am Singen auf jeden Fall. Ich hab's euch draußen gehört. Ja, schau mal, ich bin auf 31%. Ich bin schon fast wieder irre. Medizin. Das ist definitiv ein Orb. Ja, haben wir ja. Aber kein Dots. Nope. Da hätte der auf jeden Fall erscheinen müssen. Ja, für mich bleibt nur der Barke dann. Müsst du uns doch langsam mal ein Sechs-Finger-Ding da geben? Oder ist es auch schon wieder verbuggt? Ich bin, wie gesagt, nicht auf dem aktuellsten bei Fassung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß, das Spiel hatte von Anfang an zahlreiche Bugs. Das ist wie bei Ark verschlimmbessert. Weil ich will nicht sagen, jetzt funktioniert Ark. Ich rede von Bugs, nicht von Funktionieren. Okay, du bist im Badezimmer, deswegen der Ausschlag. Ja, ich bräuchte dein EMF mal, weil... Kommt. Ich bin gerade am Überlegen, was mache ich jetzt? Weil der schmeißt hier in der Gegend rum. Wir sind wieder noch 5. Was sagt die Aktivität, Schatz? 0. Obwohl. Ja, 0 jetzt. So, mehr Fotos kann ich eh nicht machen. Oh, Geisti. Nobody hat dich lieb, hat er gesagt. Hast du das EMF in der Hand? Oh, nein. EMF 2. Wieder 5. Ist es jetzt. Wieder 5 Finger. Komm schon, Obaki, gib uns deinen... Ich weiß nicht, ob der geflüstert hat. Zu mir, gerade durch das Mikro. Schatz, kannst du mal gucken, ob die Aufgabe abgehakt ist mit dem Parabol-Mikrofon? Wir gucken, wo sie ist. Bis jetzt. Wenn, ist ein roter Haken da. Ja. Und? Nee. Da war mal. Bringen Geister zu Feuer. Nein. Doch. Ist. Okay. Ist ein Haken. Da fehlt noch Jagd. Ja. Nee, danke. Kann Nobody machen. Ja, mich lässt du zurück, aber selber. Ja, vor allem, ich hock die ganze Zeit da alleine drin, ihr hockt da in eurem Auto drin. Du hast auch noch 40, ja, Schatz? Also, ich bin die ganze Zeit Zeug am Holen, um zu platzieren. Und so. 38. Ich würde sagen, wir haben den Obake. Ja, auch wenn er die Finger nicht zeigt, aber. Ich hab ihn jetzt auch schon noch bei mir. Habt es eingeplottet? Bleibt ja nur das. Also wenn wir die Dots eliminieren, da ist kein Dots gewesen. Und wenn wir Gefriertemperatur eliminieren, bleibt also das. Da außer ich habe einen Anzeigefehler, aber... Oberke. Eingeplottet? Mhm. So. Jetzt werden wir sehen, ob es ein Anzeigefehler war. Und das, meine lieben Zuschauer, ist Phasmophobia. Noch Gefrier! What? Aber da war kein Gefrier! Oder da war wirklich doch im Neben. Nee, ich war. Der war doch im Flur. Im Flur hat er nicht angeschlagen. Er hat nur angeschlagen, wenn man direkt an der Schwelle war. Und auch nicht im Nebenraum. Da war ich ja drin und hat auch ein. Es waren keine Gefriertemperaturen. Ich habe 5-mal nachgeschaut. Ja, dann ist das Spiel noch leider verpackt geblieben. Böse. Weil beim Revenant hat er die Gefriertemperaturen ja auch nicht angezeigt. Mhm. Er hat ja auch Gefrier als Beweis und den hat ihn ja nicht. Sie schwebt. Sie ist eine Hexe. Verbrennt sie. Ja, kaum habe ich es gedacht, ist auf Boden. Ich schwebe. Ihr Lieben, mal geht's so. Ihr habt gesehen.
Trotz Messung, es wurde nicht angezeigt. Man steckt nicht drin. Ja. Ich sehe es trotzdem als Erfolg. Ja. Wir sind lebend rausgekommen. Genau. Und ja, ihr könnt uns ja auch eure Erfahrungen mal schreiben mit dem Spiel, ob ihr häufig Bugs begegnet, etc. Ja. Also, sie sind mir nicht gänzlich unbekannt. Sagen wir so. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, genauso wie bei Nadine. Immer wieder gern. Und bei meiner Frau. Immer gerne. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet mit dem Abo, mit dem Daumen nach oben. Einfach auf die Glocke hauen, verpasst ihr nichts mehr. Meldet euch auch gerne bei Discord an bei mir, könnt mal quatschen, schreiben. Uns vielleicht mal zum gemeinsamen Spielen verabreden, kann man ja gucken, ne? Was ich auch erwähnen will, ab und zu passiert es auch mal, wie jetzt zuletzt, wo ich so eine Schnapszahl, wie ich das sage, an Follower hatte, 3232, also 3232, habe ich was verlost gratis. Das findet jetzt nur noch bei mir in Discord statt. Ich starte das und Bot kümmert sich drum und los den Gewinner aus. Ne? Da habe ich nichts mehr wie früher mit zu tun. Zettel schreiben von den richtigen Antworten, ab ins Glas und dann fischen. Nee, mache ich nicht mehr. Das macht der Bot. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal während dem Spooktober was mache. Das werde ich mir heute nach dieser Folge mal überlegen. Ansonsten, nächstes Ziel, Verlosung ist eine andere Schnapszahl, 3333. Da wird ein oder werden vielleicht sogar zwei Spiele verlost. Schauen wir mal. Dabei sein lohnt sich, ihr Lieben. Und ja, dann würde ich nochmal sagen, vielen lieben Dank an euch alle, euch Zuschauer, meine werten Mitspieler. Und dann immer gerne. Schaut auch auf den Kanal meiner Frau, Käppchen Zockt, vorbei. Die hat richtig, richtig, richtig tolle Spiele. Von Hogwarts, von TCG Card Shop Simulator. Von, ja, hui, Rollercoaster. Ich hasse Rollercoaster, also in echt. Habe ich mir mal einen bösen Nacken zugerichtet, Scheibenkleister. Aber gut, Rollercoaster ist ein interessantes Spiel. Und schaut generell mal bei meiner Frau vorbei. Wir bieten auch 7 Days dort, wie bei mir und Ark jetzt demnächst wieder. Schaut einfach mal. Und sie streamt auch ab und zu. Gut, ihr Lieben. Dann nochmal vielen Dank. Einen schönen weiteren Spooktober. Bis dahin. Tschüss und hui. Tschüss. Tschüss.